Du steckst seit längerem in einem Problem fest und kommst nicht raus, dann kann dir das Video hier helfen. Ich lese dir was vor aus dem Buch von Jörg Starkmuth. Da geht es unter anderem um Manifestieren, aber wissenschaftlich erklärt. Das Buch heißt Die Entstehung der Realität. Und was er sagt zum Probleme lösen ist, wenn wir etwas ablehnen, was wir bei einem Problem immer tun, richten wir unsere Wahrnehmung automatisch auf das, was wir ablehnen. Und da unsere Wahrnehmung unsere Realität gestaltet, erschaffen wir das, was wir eigentlich loswerden wollen, immer wieder neu. Lass das mal wirken. Unsere Wahrnehmung gestaltet unsere Realität. Wenn du das Buch liest, das hat so ein dicker Schinken hier, da wird es ganz genau erklärt, wie wir unsere Realität mitformen. Damit erschafft und stabilisiert sich ein Problem quasi von selbst immer wieder neu. Wenn es mir gelingt, die Situation nicht als Problem zu betrachten, sondern einfach als Situation oder noch besser als sportliche Herausforderung, dann habe ich eine reelle Chance, sie erfolgreich zu verändern. Ich habe dann nicht das Gefühl, eine Lösung finden zu müssen, sondern eine finden zu wollen. Dieser Vorgang hat etwas Spielerisches, was meine Wahrnehmung frei beweglich macht, sodass ich sie leicht von der aktuellen Situation lösen und auf die Vision, in Klammern, einer veränderten Situation, einer Lösung lenken kann. Damit steuere ich im Möglichkeitsraum automatisch die Lösung an. Betrachte ich die Situation hingegen als echtes Problem, das ich unbedingt lösen muss, bleibt der größte Teil meiner Wahrnehmung auf diesen Zwang. Damit erschaffe ich diesen Aspekt und damit das Problem immer wieder neu. Auf diesem Weg kann die Lösung nicht gelingen.